verstehe noch nicht richtig. Nee, ich muss mich noch ein bisschen hier, noch ein bisschen mehr mäßigen. Ja, ja. So, da ein bisschen runter und da noch ein bisschen runter. Ja. So, dann können wir dafür hier ein bisschen hochgehen. Ja. Haben Sie mal. Ja. So, nochmal. Ich kann es natürlich viel lauter spielen, aber ich möchte so nicht. Wir brauchen sich die Nerven zu schädigen. Was zugeben, ja, sonst haben wir den nicht richtig. Und jetzt kommt die Umschaltung. Was zusätzlich geschaltet worden, habe ich alles eigentlich dran, habe ich noch gar nicht geprüft. Ja, Mist, ja, hier ist Quatsch. So, ich darf es jetzt mal so unterbrechen, nicht, dass ich das nochmal nach einstellen muss. Das ist, glaube ich, wenn man es mit Kopfhörer macht, da hört man das nicht so. So, und jetzt kommt ein kleiner Mittelteil, der natürlich nachher kann sofort umgestellt, es wird nicht sehr viel gemacht, aber das noch zusätzlich geschaltet. Was habe ich noch? Warten Sie mal. Ja. Ja, hier muss noch ein bisschen was geschehen. Sind die nicht dran? Ah, so, die sind noch nicht dran. Ja, ich sehe es schon. So, muss man auch noch ein bisschen was tun, ja. Ja, nur ruhig. Auch noch nicht, nee. So, na, warten Sie mal. Hier, so Lümmel, da kann sich mal ein bisschen... Ja, aber das muss dann schon, warten Sie mal, das habe ich drin, das bleibt doch natürlich drin, ja, so ist es. So, und was haben wir denn hier? Steht das schon alles richtig? Im Prinzip steht es richtig, aber... Ja, aha, noch nicht mal richtig eingestimmt. Oh, ja. Also ein bisschen Vorbereitung bedarf es schon noch. Harmonizer. Das ist ein Harmonizer, ja, der hier die Oktave liefert und hier liefert er... Hier liefert er die Terz, und zwar die Terz ist ja das kritischste Intervall in der temperierten Stimmung überhaupt. Die ist am meisten verstimmt. Nicht? Und ich stelle sie nicht auf 400, worauf das eingestellt ist. Nicht? Das sind die ganzen Zahlen, 100, 200, 300, 400. Mhm. Das sind sozusagen die Einstellungen für diese temperierten Geschichten. Ich habe 30 Punkte drunter. Die steht zu hoch, die temperierte Terz. Nicht? Und das, in diesem Fall... Nicht? Das wäre eine reine Terz. Nicht? Und die andere Terz, wenn man dann einstimmt, ja, das muss man schon sagen. Oh, wo ist denn das? 73, gehen wir mal auf. So. Ja, wie ist denn da? Ach, siehst du mal erst. Jetzt schwebt sie. Ja. Ein bisschen mehr noch, komm, jetzt ist die Einstellung etwa so, jetzt stell's mal auf 400. Ja. Ja.
habe ich manchmal das Gefühl, die Dissonanz ist nicht mehr ferne. Ja, ja, aber es geht noch. Es geht noch. Es geht noch, ja, ja. Muss ja gehen. Das ist ja jeden Terz nicht auf der Orgel und auf aber der Bühne. Aber es ist noch recht, ja. Nicht? Ist so leicht. Wenn man das so macht und, ja, und das öfters. Jetzt so besser. Macht, ja. Nicht? Besser. Ein ziemliches Manko an. Nicht? Und ausgerechnet das Terz, nicht? Was schade ist. Die Stimmung so ein bisschen verdirbt. Nicht? Die Quinte ist ja noch, gut, die Quinte ist auch nicht ganz, aber die Terz ist tatsächlich ja, ja. Das Schlimmste. Mhm. Nicht? Und so mache ich es jetzt hier auf 370 sogar. So, wir mal sehen, dass ich das jetzt hinkriege. Und das ist die Oktave, ja. Ja, die ist wenigstens da. Gut, also. Nun machen wir ein bisschen mehr und jetzt kommt also der Mittelteil, der aber nachher, wenn man das einübt, ich meine, ich bin früh am Morgen natürlich auch noch nicht so. Nee, ist doch klar. Außerdem sind Sie hier, wollen auch was wissen, ja, eben, nicht, genau. Da kann man auch unterbrechen. Da hat man nicht viel zu machen, man hat dieses Dings zu schieben, dann hat man, das ist schon dran, ja, die beiden sind schon dran, dann hat man die reinzunehmen und eigentlich, wenn sie alle eingestimmt sind, müsste es, nicht, jetzt habe ich hier oben noch drauf. Jetzt hier weiter, indem man das wegnimmt, aber jetzt bleibt die Terz bleibt jetzt drin stehen. Mhm. So, und hier mache ich jetzt folgendes: Augenblick, muss mir überlegen, dass hier unten das klappt heute nicht so ganz, schade. Es sollte eigentlich klangvoller sein, aber irgendwo habe ich mich hier verstellt. Da muss man die Bässe ein bisschen wegnehmen. So, und jetzt geht es so los. Na, denkst du? So, jetzt kommt die Terz. Was sehr merkwürdig ist mit dieser Terz, sie geht mit und stört überhaupt harmonisch nicht. Obgleich doch natürlich manchmal die Terz nicht stimmen kann. Ja, ja. Es ist aber eine merkwürdige. Ja, toll. Sie sehen, dass man
dass man da, wenn man dann übt, dann kann man es auch schön machen. Ja, ja. Aber ich meine, wenn es jetzt so ein bisschen so hingehauen ist mit Unterbrechung, das macht ja auch nichts. Nee, das ist klar. Ist es anschaulich. Ja. Ja, ja, also ja. Sie müssen ja bei diesen Stücken, das merke ich jetzt, auch doch eine ganze Menge hin und her schalten und neu einrichten. Naja, sicher. Ja, das ist wahrscheinlich zurecht. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich dann auch der Vorteil, beim, was Sie schon sagten, beim Konzert trotzdem, dass Sie das dann vielleicht mehr so vorbereitet haben, oder? Ja, man kann da ein bisschen mehr vorbereiten, was hier ja gar nicht geplant war. Nicht? Ja. Nicht? Hier muss man wirklich jede Kleinigkeit muss man dann schalten. Ja. Aber also man kann die Schaltgriffe lernen, nicht? Selbstverständlich. Wenn man längere Zeit nicht spielt, muss man sie erstmal wieder in die Registrierung einführen. Ja, ja, ja. Das ist also natürlich ein Problem, wenn so viele Möglichkeiten dastehen. Aber wie gesagt, ich habe keine. Wenn Sie aber jetzt aufnehmen, zum Beispiel ein Stück aufnehmen, Sie müssen zwischendurch mal wechseln, wird das mit Tonband zusammengeschnitten oder können Sie richtig im Spiel nein, so wechseln? Nein, nein, der Witz ist, dass man das dann so spielt. Wenn natürlich eine Stelle missklickt, dann kann sie nicht stehen bleiben. Gut, nicht ja, nicht? Aber geübt wird es auf das Durchspielen. Ja. Das spiele ich ja wirklich. Also ich meine, das habe ich 1990 mal gemacht, das Stückchen, und ich habe es auch nicht, weiß es. Also x-mal gespielt. Mhm. Aber in den letzten Jahren habe ich das gar nicht spielen brauchen. Ich meine, warum sollte ich spielen? Ja. Ich habe es jetzt einmal nochmal neu aufgenommen für meine neue CD. Aber sonst, wenn mal Besuch kommt, dann spielt man das mal so ein bisschen an. Nicht? Ja. Aber man macht auch ganz gerne die Demonstration dabei. Denn was hat der Besucher, weiß ja gar nicht, was dann alles passiert. Nicht? Mhm. Und da mache ich es ja lieber so, dass man mal da aufhört und dass man mal irgendwas zeigt. Mhm. Dann, nicht? Ja. Sie sagten gerade, Sie haben das 1990 dieses Stückchen mal geschrieben. Ja. Gibt es noch so Komponisten, Leute, die noch fürs, außer Harald Genzmeier, fürs Mixtur oder fürs Trautun überhaupt geschrieben haben? Nein, jetzt seit letzter Zeit habe ich eigentlich überhaupt nichts mehr gekriegt. Mhm. Das war damals noch verhältnismäßig auch ganz nicht nur, wenn es eine Solostimme ist oder zweistimmig oder so. Nicht? Mit den Mixturen wird die Sache schwierig. Das hat also Herr Genzmeier sehr studiert und hat das fabelhaft ausgerichtet für das Konzert. Nicht? Mhm. Aber wir haben auch andere Stücke, noch Mixturstücke von ihm gehabt. Vieles ist leider auch verloren gegangen. Ja. Mhm. Leider, leider. Im Krieg jetzt irgendwie? Ja, im Krieg, ja, ja, natürlich. Das stand ja im Funkhaus. Nicht, das Funkhaus hat überlebt, aber da drin hat nicht alles überlebt. Ja, nicht? Ja, ja. Also da ist Gänsemann von manchen auch keine Kopien und manches andere nicht war. Dann hat er dann gebeten, ob es nicht mal auch mal umschreiben kann für irgendwas anderes, nicht noch als Thema und so. Ja, warum nicht, nicht? Und mit Klavier ist ja sowieso für mich keine reizvolle Aufgabe mehr. Nicht? Ich meine, mit Komposition, mit Klavier liegen mir nicht. Und für andere, die das machen würden, da ist die Aufführungsmöglichkeit nicht interessant. Ja, ja. Mich interessieren jetzt hier diese Dinge, die hier rauskommen und die nur rein elektronisch sind, und das andere wird dann mit Tonband gemacht. Nicht? Da habe ich ja viel gemacht, ehe man auf diese, sagen wir mal, ausgefallenste Idee kommt, Solostücke zu machen. Ja, ja, ja. Nicht? Aber Sie schreiben noch ab und zu mal. Naja, meine neue CD hat 6 so eine Dinger. Na, das ist ja toll. 6 so eine Dinger. Das ist neues, ja. Ich kann hier auch nicht vorspielen. Das ist einfach zu. Ich meine, ich kann sie vorspielen, natürlich. Nicht? Aber jetzt hier spielen, da brauche ich jetzt mal ungefähr ein paar Monate, um da wieder einzuüben. Aber wenn Sie uns das nachher mal, wenn wir mal ein bisschen Zeit noch dafür finden, dass wir vom Band spielen können, mal anspielen können? Naja, ich meine, wenn man da was vornimmt, dann nimmt man sich das nicht. Aber mehr wie ein oder zwei Stücke vorbereiten halte ich für im Augenblick bei den Möglichkeiten, die ich sonst noch habe und auch machen will, da halte ich das nicht für. Also das muss man einfach auf eine längere Zeit verteilen. Mhm. Wenn man das mal haben will, und das will ich auch mal haben, nicht mal alle 6.